Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar war ich mal wieder ein bisschen im Black Market unterwegs und habe auf ein paar Items gesteigert. Und ja, ich will euch mal zeigen, was das Ganze ist. Ich habe hier bei dem Krieger auf Blackmoor eine Hose ersteigert, also die habe ich gewonnen, ist eben abgelaufen. Und ja, das ist ein Item, das man von Ordos holen konnte. Das ist damals von dem World Boss in Mists of Pandaria auf der zeitlosen Insel gedroppt. Da kann man immer noch hin und den umhauen, aber anscheinend hat Blizzard den Lootpool von dem Boss rausgenommen und dementsprechend gibt es die Items jetzt nur über den Black Market. Warum auch immer, verstehe jetzt nicht ganz, warum Blizzard das rausgenommen hat, aber gut, so ist das. Genau, die meisten wollen diese Teile nicht haben, weil die nichts Specialiges sind, wenn wir ehrlich sind, aber ich brauche natürlich die IDs für meine, ja, Timok Collection und ich konnte es günstiger steigern, 6,3 also 6300 Gold, relativ günstige Angelegenheit. Das holen wir jetzt einmal raus und lernen das. Und dann können wir es auch in der Tabelle mit eintragen. Haben wir es also? Da haben wir es einmal, 6,3. Und wir lernen es direkt, wenn wir es quasi rausholen, weil es natürlich seengebunden ist. Also, das ist hier von Ordos. Eben waren es noch 49 Items. Jetzt sind es nur noch 48. Und ja, ihr seht, das ist eine ganze Menge. Ich hoffe, die kriege ich alle so für 5 bis 10k. Und dann mal gucken. Zusätzlich bin ich natürlich auch noch ein paar anderen Items im Black Market gucken. Unter anderem gibt es natürlich auch T3 und die Schultern hier von Manoroth. Oder ein paar Waffen, die ganz cool aussehen, wie ihr seht. Und ja, mal gucken, aber das Zeug wird dann wahrscheinlich alles teurer sein, unter anderem auch Wappenröcke, ne, die gehen ja auch meistens für einige hunderttausend, wenn nicht sogar eine Million weg und ja, da muss man mal gucken. Also dann tragen wir jetzt das Item mal ein in meine Liste und ja, ich würde sagen, da können wir abrunden, oder? Das waren jetzt 6k, also nichts Riesiges. Und ich habe aber noch einen zweiten Char hier rumstehen, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube, der war das. Und da habe ich auch nochmal auf so ein Item geboten, das sind einmal hier die Hosen und zwar diesmal mit Kette. Und ihr seht, ja, man kann auch mit einem Level 60er Char im Black Market mitbieten, auch mit noch anscheinend niedrigeren. Man muss da nicht mit ihr hier quatschen, weil da hat man keine Dialogoption, sondern mit der hier in der Mitte. Ne? Also das ist ein bisschen weird, die hat auch keine Option, wo man so einen Beutel hat, sondern muss einfach sie anklicken und dann kann man mitbieten mit dem Low Char. Und da habe ich jetzt hier auf Egwin für 4,3 quasi auch nochmal Hosen ersteigert und die werden wir jetzt auch einmal rausholen. Zack, und da haben wir das nächste T-Mog. Zumindest diese Billo-Sachen von Ordos kriege ich. Bei T3 habe ich die letzten Tage auch mal mitgeboten, aber naja, das sah nicht so gut aus. Wie viel war das jetzt? Das waren knappe 5, ne? Da runden wir es mal auf, am anderen ist abgerundet. Ja, 11.000 sind es jetzt. Das ist jetzt nicht viel. Und mal gucken, ob ich das Ordos-Zeug die nächsten Wochen zusammenkriege. Juti, dann schauen wir mal weiter. So, Udalan, einen Tag später habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich auf ein paar Server auf Sachen biete. Hatte auch gestern Abend nochmal nachgeguckt, ne, was ein Black Market ist. Hab dann zum Glück auf ein Teil geboten, schon mal das Mindestgebot. Bei den anderen Servern habe ich es vergessen und, naja, klar, es war dann wieder zu spät. Quasi ist mir dann erst um 9 gekommen, ich wollte ja noch ein Black Market bieten, aber das eine Item, auf das ich schon mal geboten habe, habe ich tatsächlich gewonnen, weil die meisten Leute wollen halt diese Orders-Sachen nicht. Das habe ich quasi fürs Mindestgebot geholt, für 4720, ne? Also 4500 ist ja das Mindestgebot und dann geht dementsprechend noch ein paar Prozent drauf, ne? Und ja, jetzt sind wir bei knapp 2,5. Jetzt machen wir meine Tabelle hier nebenbei mal auf und tragen das noch mit ein. Also das ist jetzt quasi das dritte Item vom Werten Orders. Da sind jetzt noch einige, die ich brauche, aber so nach und nach. Also das runden wir auch auf 5k. Und ja, dann schauen wir mal, vielleicht kriege ich die Tage noch ein paar von den Teilen. So, dann habe ich wieder zugeschlagen und zwar habe ich im Black Market mal wieder ein bisschen wo mitgeboten. Diesmal habe ich jetzt die Strategie, ich biete einfach irgendwann, wenn ich dran denke, auf dem Black Market gleich am Anfang drauf, weil ich vergesse es eh dann kurz bevor es ausläuft quasi nochmal drüber zu bieten. Und die Strategie ging auf, die Armschienen wollte anscheinend keiner sonst haben. Und ich habe die jetzt gewonnen für das Mindestgebot, 4500. Ist quasi wieder hier von Ordos. Kann ich das auch rausnehmen? Ah ja, wunderbar. Ah ne, das sind gar... Oder doch, das sind schon Armschienen. Der hat aber irgendwie das Icon von dem Gürtel, finde ich zumindest. Und ja, das können wir dann auch noch in die Liste mit eintragen, hätte ich gesagt.
Als nächstes bin ich jetzt noch auf Thrall eingeloggt. Da habe ich auch ein Leder-Item gefunden. Und zwar nochmal Schultern sind es hier von Orders. Auch wieder, was waren das jetzt? Nahezu Mindestgebot. Ne, sogar einmal habe ich drauf geboten. 4720, also quasi muss jemand anderer drauf geboten haben. Und ich habe ihn dann nochmal einmal überboten. Und auch die können wir jetzt eintragen. Ja, mal gucken, wenn es so weitergeht, kriege ich die ganzen Sachen alle für 5k, ne? Es sind leider ein paar. Also die Armschienen habe ich eingetragen und die Schultern jetzt auch. Jetzt wollte ich gerade schon ins Bett gehen und dachte mir, komm, jetzt scannst du hier vorher nochmal auf dem einen oder anderen Server. Gut, dass ich es gemacht habe. Und zwar habe ich hier auf Looter, wo eigentlich immer nicht sonderlich viel drin ist und ihr seht, das ist sehr limitiert, 14 Items sind gerade mal drin, habe ich hier die Schärpe gefunden, die wir ja noch brauchen aus dem Grabmal des Sagaras, ist das hier. Und jetzt suchen wir lieber nochmal, nicht, dass wir die falsche kaufen, also die hier. Und das ist die aus dem LFR, die kaufen wir jetzt einmal für 20k. Und dann muss ich bloß gucken, welchem Char muss ich die geben? Einem Stoffchar, da muss ich mal schauen, wo ich noch einen rumliegen habe. Aber wir können das ja jetzt alles handeln, also das sollte eigentlich kein Stress sein. Und auch die tragen wir einmal in die Liste ein. Und dann müssten wir die hier auch rausschmeißen können. Und zwar muss ich die gar nicht suchen, denn ich weiß, wo die ist. Hier einmal TOS, LFR und das ist dann dementsprechend das letzte Item aus dem LFR, aus TOS, beziehungsweise insgesamt dann aus komplett Legion, ja. Heißt, jetzt ist hier Classic und dann geht es direkt mit BFA los und da sind auch nicht mehr so viele Items, also ja, so langsam sieht es ganz gut aus mit den alten T-Mog-Sachen. Jetzt habe ich hier gerade auf Eredar auch noch ein Item gefunden und zwar hier diesen Kettenkopf aus dem Mausoleum und ich würde sagen, den kaufen wir uns auch noch raus. Kostet hier 40k, also durchaus in meinem Preisrahmen. Und ja, den schicke ich mal dann auf den Twink, ja doch, ich muss ihn auf den Twink schicken, ich kann das leider nicht rüberhandeln, auf meinen Hunter, hätte ich gesagt. Und dann tragen wir den auch gleich mal in die Liste ein. Also, was haben wir da? Ah, ich habe es nicht zwischengespeichert. Okay, dann logge ich erst auf den Hunter und dann mache ich das. So, Dela, ich bin jetzt umgeloggt auf den Hunter, jetzt können wir das einmal anlegen. Und dann auch hier in den Katalysator packen, dann müssten wir ein anderes Thema kriegen. Genau, dann kriegen wir nämlich das Mythic-Set raus, das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Und dann müssen wir noch schauen, was wir das eintragen. 40k waren es, meine ich. Machen wir jetzt. Also, die Schärpe, 40k. Und das war dann hier ein Mythic-Item. Was habe ich jetzt hier wieder? Ah ne, 40k. Irgendwas habe ich hier wieder verkackt, das ist natürlich nix. Also, wo haben wir es denn? Einmal. Genau, da haben wir es. Und das war mythic. Und das können wir da einmal austragen. Gut, dann gucken wir mal weiter. Dann habe ich jetzt noch zwei nette Teile auf Silbermond gefunden. Und zwar einmal diese Füße. Die sind aus dem neuen Karasan, in Anführungszeichen. Quasi nicht removed, kosten 40k. Diese sollen aber relativ kacke zu farmen sein. Deswegen werden wir uns die jetzt einmal kaufen. Und dann habe ich noch ein removedes Item gefunden, was in meiner Preisrange ist, ne, 123.000. Und das werden wir uns auch kaufen. Ich habe das auch mal nachgeguckt, ob es irgendwo anders das günstiger gibt. Irgendwie finde ich das auf der Oriboss Exchange Seite nicht. Also irgendwas, oder Undermine Exchange heißt ja jetzt genau. Und ja, jetzt kaufen wir uns das einfach mal. Wahrscheinlich ist so das Einzige, was ich jetzt hier kriegen kann. Gut, die beiden kann ich jetzt noch nicht lernen, die muss ich dann wegschicken. Dann würde ich sagen, das wird das hier einmal zumindest schon mal in die Tabelle eintragen. Also, das, warte mal, das können wir auch gleich schon mal suchen, ob das hier drin ist. Ah, nee, das ist wahrscheinlich das kürzere Ding drin, oder? Ah, ich wusste es doch. Also so habe ich es dann auch gesucht, aber tatsächlich nicht gefunden. Naja, gut, also das waren jetzt 123. Und das andere, was wir gekauft hatten, waren hier die Schuhe. Und können wir dann auch kleiner austragen. Das waren 40k. Gucken wir mal, ob das hier auch drin ist. Also wahrscheinlich habe ich sie schon drin, oder? Nee, die habe ich nicht mal drin. Range, oder heißen die vielleicht noch ein bisschen anders? Manchmal heißt es noch, das war es oder irgendwas, ne, hinten dran. Aber gut, das waren graue Stiefel, die haben dann anscheinend gar nichts. Ja, okay, ich dachte, die habe ich noch dabei. Weil hier ist noch ein Item aus Kara, aber das scheinen Schultern zu sein.
Interesting. Ja gut, da muss ich noch gucken, dass ich die lernen kann. Ich habe hier meinen anderen Char auch noch mit dran. Das ist ja das Schöne, dass wir jetzt einfach das Gold rüberhandeln können. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil ich noch am Postkasten war. So, also jetzt schicken wir die Items mal rüber und das restliche Gold auch, dass wir den Char nicht löschen und dann irgendwie eine Million oder so verschwenden. Das wäre nämlich nicht so prickelnd. So, okay, das kommt rüber. Gut, dann suche ich mir noch einen Char, wo ich es lernen kann und dann gucken wir mal weiter. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen weiter geschaut und zwar sind wir jetzt einmal auf Twisting Nether. Und dort habe ich zwei Sachen gefunden, die interessant sind. Einmal die Tunnelhacke und Gürtel der aus Schattenpantherbike, so rum. Und ja, die beiden Sachen habe ich jetzt auch mal nachgeguckt. Und so wie es aussieht, ist diese Hacke oder Tunnelhacke nicht sonderlich oft drin. Wir haben sie einmal hier für 200k auf Twisting Nether und dann haben wir 1, 2 Items. Einmal auf Equin Nasjata für 300k und dann geht es hier schon in die Millionen. Also das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und das andere Item, das ist sogar noch viel seltener. Seht ihr, das ist so gut wie auf keinem Server. Das haben wir insgesamt genau zweimal in der EU. Und einmal auf Twisting Nether für 200k. Heißt, die beiden werden wir uns jetzt einmal kaufen. Gold habe ich mir schon rüber gehandelt. Und dann holen wir uns einmal die Tunnelhacke und den Gürtel. Schauen wir mal, was ist da sonst noch drin. Ja, das ist wieder aus Rückkehr von Karasan. Was haben wir hier? Ah, das Gnomeregan, die Schuhe. Muss ich mal gucken, ob ich mir die kaufe, weil da gibt es so ein anderes BOE-Item. Mal schauen, ob ich da selber farme oder so. Mal gucken. So, jetzt handeln wir das eine Item gleich mal rüber. Und zwar den Gürtel, den kann ich nämlich mit dem anderen dann lernen. So. Das erste Mock. Ich würde sagen, das tragen wir jetzt gleich aus, dass wir es nicht vergessen. Also, wollen wir meine Tabelle, da haben wir sie. So, das fliegt raus. Ah, schon mal, das habe ich sogar hier drin. Also, das können wir schon mal löschen. Und, achso, das war jetzt die falsche Tabelle. Die Tabelle. Naja, gut, machen wir es gleich in beiden. Ich habe nämlich ja noch eine Backup-Tabelle quasi. So, löschen wir es hier auch. Und dann können wir es hier eintragen. Das waren 200k. Und das andere Item können wir gleich hier mit dem hier lernen. Ah ne, Stufe 11. RIP können wir doch nicht mit dem lernen. Ich dachte, das geht vielleicht, aber nein, der ist zu niedrig. Dann muss ich das auch noch rüber handeln. Dann schicke ich das halt auf den Twink rüber. Und dann lernen wir es mit dem, mit dem Worry oder so. Weil mit dem Druid kann ich keine Äxte lernen. Das sieht dann leider schlecht aus. So, genau, dann habe ich schon ausgewählt, weil wir vorher die anderen beiden Sachen auch rüber geschickt haben. Jetzt geht's Gold wieder runter, ich sag's euch. Uff. So, das tragen wir auch einmal ein, die Tunnelaxt oder Tunnelhacke, auch nochmal 200k. Und die können wir dann natürlich auch hier gleich mal rausschmeißen. Ich denke mir, die müsste ich. Habe ich die nicht drin hier? Interesting, die hatte ich gar nicht drin, aber gut, okay. Und dann gucken wir weiter. So, dala. Ich habe jetzt noch mir einmal hier die Handgelenke zusammengebastelt. Das sind die T3-Handgelenke für den Schurken. Die musste ich gerade als Demonstrationsobjekt quasi craften, weil ich habe mein Guide-Video fürs T3 aufgenommen gehabt, ne, wie man das zusammenbaut, um da einfach nochmal ein extra Video zu haben, um das ein bisschen zu erklären, weil ich wurde da das ein oder andere Mal gefragt, wie es jetzt genau funktioniert. Und naja, ich dachte mir, komm, dann werte ich halt einen Teil auf, um es zeigen zu können. Hat mich jetzt ein bisschen Gold gekostet. Die Handgelenke kriegt man über die Quest ja sowieso, also das habe ich mir gespart. Und ich hatte auch schon ein bisschen von diesem Phylactera-Gewebe, weil ich mit dem Char gegambelt habe. Bedeutet, ich habe jetzt nicht so viel für die ausgegeben, 100k waren es knapp und ja, vollkommen in Ordnung. Irgendwann brauche ich das T-Mock ja eh. Jetzt haben wir, sind hier nochmal 100k auf den Counter draufgekommen für T3 Handgelenke vom Schurken. So, dala, bevor ich es vergesse, ich habe hier nochmal ein Item aus dem Black Market rausgezogen und zwar die Armschienen des brodelnden Zorns. Die habe ich auch wieder für nahezu Minimumgebot gekriegt. Einmal hier für 4950 Gold, also knappe 5k. Und ja, die hatte ich fast übersehen, weil ich die mit dem ganzen anderen Loot beim Main einfach aus dem Postkasten rausgeholt habe. Und habe mich dann so ein bisschen gewundert, warum kriege ich jetzt einen T-Mock? Aber ja, genau. Also die können wir quasi auch noch in die Liste eintragen. Das waren jetzt 5k und dann müssen wir es nur einmal kopieren. Halt, das ist der falsche, den brauchen wir. Nebenbei bin ich schon wieder ein bisschen am Scannen. Vielleicht kommt ja auch noch was rum. So, also. Ja, so langsam wird es im Black Market, ne? Das ein oder andere kriegen wir. Können wir hier auch gleich noch gucken, ob da was drin ist. Und ja,
Gut, dann würde ich sagen, können wir das noch verkaufen. Und dann können wir gleich weiterschauen. Jetzt habe ich gerade noch ein Item gefunden, was ich fast vergessen hätte. Ich habe da nämlich vor ein paar Tagen mal drauf geboten und mir ist jetzt gerade eingefallen, Moment, da war ja noch was. Ich habe nämlich wieder einen Teil von Orders im Big Market gewonnen, auch hier tatsächlich wieder fürs Mindestgebot, also ne, es hat mich keiner überboten. Und ja, diesmal auf dem Stoffchar hier, dementsprechend auch ein Stoff-Item. Das können wir dann auch noch in die Liste mit eintragen. Haben wir sie denn? Hier haben wir sie einmal. Und zwar haben wir dann einmal den Gürtel auch nochmal aufgerundet für 5000. Dann habe ich jetzt hier nochmal auf Dentiga gescannt. Und zwar habe ich hier eben gerade ein paar T3-Teile gekauft. Dachte mir, komm, scanne ich mal rein. Und hier habe ich ein heiliges Diadem gesehen. Und das ist genau für 200k drin. Wie ob die Leute wissen würden, dass ich maximal bis 200k kaufe. Hier sind sogar tatsächlich einige drin. Also wenn wir da mal reingucken, nach Alternativen suchen. Und seht ihr, da haben wir jetzt verschiedene Item-Level und da von dem einen haben wir sogar 6 Stück drin. Das kommt mir fast ein bisschen komisch vor. Ich habe aber geschaut, EU-weit gibt es genau 2 Server, wo die halt für 200k drin sind. Ich glaube Draenor und hier Dentiga. Und ja, also sprich, günstiger kriege ich es aktuell nicht. Warte, ich kann es euch mal zeigen. Gut, die günstigeren hier waren alle 2021. Das sind hier die aktuellen, also Draenor und Dentiga. Und ja, sonst sieht es ein bisschen mau aus. Hier haben wir noch auf auch in Dune, irgendwie so, eins drin. Und hier, die anderen sind alle extrem teuer. Also das macht dann tatsächlich wenig Sinn. Gut, also das haben wir eingetütet für 200k. Das handle ich jetzt gleich mal rüber, denn das muss ich dann mit einem Stoffchar lernen. Also das kriegt mein Druid. Und der schickt es dann gleich wieder weiter. Jetzt muss ich mal schauen, zum Beispiel mein Magier oder Priester, der kann das lernen. Halt davor tun wir es vielleicht noch eintragen, dass ich das auch aus der Liste raus habe. Gut, und dann tragen wir es natürlich auch noch ein. Also, was haben wir denn hier Schönes? Das Diadem, 200.000. Und dann schauen wir gleich mal, das müsste hier auch drin sein, außer es ist mal wieder ein Item, was ich nicht auf dem Zettel stehen habe. Zwar wörtlich nicht auf dem Zettel stehen habe. Ah, seht ihr, das ist sogar das erste von den normalen Removed Items, das ist das da oben, sind noch graue. Also das hatte ich natürlich auf dem Zettel stehen, gut, das können wir einmal löschen und dann haben wir wieder eins weniger. So, Dalla, ich habe jetzt hier noch was ersteigert und zwar auf Blackhand. Und das, hey, da sind sogar 2 Sachen drin, was ist das jetzt hier noch? Ah, da war ich anscheinend noch in Kara unterwegs. Gut, was ich ersteigert habe, ist einmal hier das Ketten-Item. Und zwar ist das, naja, wer hätte es gedacht, wieder ein Item von Ordos. Wieder fürs Minimumgebot. Ne, komm, das andere können wir auch gleich rausholen. Und ja, das würde ich sagen, tragen wir auch ein. So langsam wird es mit den Ordos-Items. Ehrlich gesagt will die aber halt auch keiner außer mir haben anscheinend. Deswegen kann ich die alle ersteigern. Das waren wieder quasi 5k. Dann habe ich jetzt noch weiter gelockt auf Silbermond und hier habe ich einmal noch einen, ja, Plattenhandgelenk habe ich hier gefunden. Relativ günstig, 67.000 Gold sind die drin und das sind einmal welche, die man aktuell nicht mehr bekommen kann. Gab es ja anscheinend mal wieder temporär über Warlords of Draenor Garnison, über dieses Wiederverwenden oder Verwerten so rum. Und anscheinend waren die ursprünglich irgendwann wahrscheinlich aus dem Classic-Bereich und ich würde sagen, die kaufen wir uns jetzt mal. Das Gute ist, aktuell bin ich immer ein bisschen am Hin- und Herloggen, um mir das ein oder andere T3-Teil zu kaufen, was ich dann wieder teurer weiterverkaufe. Ne? Und da sehe ich dann, ne, immer wenn ich dran denke, beim Scannen noch das ein oder andere. Und das war jetzt tatsächlich ein ganz guter Deal. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir den Stuff und tragen den einmal in die Liste ein. Also 67. Da haben wir jetzt schon die Millionen erreicht. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas finde beim Durchloggen, sonst wären wir tatsächlich auch schon durch, aber mal gucken, vielleicht ist ja nochmal irgendwo ein super Deal dabei, das muss ich eh auf den Twink schicken, dass wir das dann einmal lernen können. Und achso, ja warte mal, ich muss das ja auch noch aus der Liste austragen, wenn es denn drin ist. Nee, es ist nicht drin, aber ich vermute ganz stark, dass es halt wieder das Problem ist, dass es das in verschiedenen Ausfertigungen gibt. Ah, seht ihr das? Da war nämlich dieser extra Name, der noch dabei gestanden ist. Ne? Da gibt es dann immer 10 verschiedene Ausfertigungen. Die haben aber tatsächlich dieselbe ID, so wie ich das sehe. Gut, also dann können wir das hier rausschmeißen.
Und ja, dann gucken wir mal weiter. Sudela, leider habe ich jetzt nichts mehr gefunden, aber ich denke mir, der Betrag ist jetzt schon relativ rund von dem Ganzen her. Wir haben insgesamt jetzt ausgegeben 1.031.000 und ja, es waren schon einige Posten, hauptsächlich jetzt kleine Geschichten mit hier den Ordos-Items. Da habe ich jetzt ganz gut was bekommen und dann auch noch ein paar größere, teilweise ja auch ein paar 200k-Items, die removed waren. Und ja, so nach und nach arbeite ich quasi meine Liste ab. Gut, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ins nächste Video wieder rein. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.